Hallo, hallo. Hallo. Du bist wieder aus der Quarantäne. Wir können endlich wieder irgendwas machen, ne? Ja. Okay, du bist wieder gesund? Ich bin wieder halbwegs gesund. Genau, der Alex war 7 Tage oder so in Quarantäne, weil er richtig krank war. Und dann konnten wir ein bisschen weniger machen. Aber heute sind wir wieder da. Heute ist Sonntag. Wir sind auf dem Weg nach Fürstenau. Wir fahren zu BW Detailing. Die haben heute eine Spendenaktion für Ukraine und machen so ein kleines Autotreffen. Und wir haben uns gedacht, Sonntag, Wetter ist gut, da fahren wir hin. Wir haben den Nismo eingepackt, wir haben den Challenger dabei. Haben jetzt noch so 30, 40 Kilometer, denke ich, so ungefähr, wenn ich das Navi richtig gesehen habe. Und machen uns da einen schönen Tag mit den Jungs von BW Detailing. Gucken mal, wer noch so da ist. Essen eine Bratwurst, trinken ein Monster und melden uns gleich von da wieder. Wir fahren jetzt noch eben die restlichen 30 Kilometer und dann zeigen wir euch, was da so los ist. Bis später. Wir sind angekommen in Fürstenau, da war ich auch noch nicht vorher. Ich habe eigentlich gedacht, das wäre total nah, weil ich habe Essen hat Postleitzahl 45, Fürstenau hat 49. Ich habe eigentlich gedacht, okay, wir fahren 20 Minuten, Postleitzahl ist ja fast die gleiche. Leider nein, leider gar nicht. Wir hatten 1,5 Stunden Fahrt, war aber kein Problem. Wetter schön, Straße trocken und Shelly fahren macht halt auch immer Spaß, ne? Ich würde vorschlagen, wir drehen mal eine Runde, Alex. Wir gucken mal, wo der Björn ist von BW Detailing und lassen uns mal den Laden zeigen von denen. Hallo Björn! Moin, hi! Komm mal zu uns. Das ist der Björn von BW Detailing. Hi! Der hat uns eingeladen heute. Schön, dass wir hier sein dürfen. Sehr gerne. Wir freuen uns mega, dass ihr da seid. Mit dem Wetter haben wir auch richtig Glück. Richtig, Wettergott lässt das zu und wie gesagt, ist ja auch alles für einen guten Zweck, was wir heute hier veranstalten. Sehr schön. Und, Stimmung ist richtig, richtig gut und wir erwarten da echt noch heute Nachmittag richtig Kapelle. Wird gut voll, dann geht ja schon los jetzt, ne? Definitiv. Wir haben einen Bierwagen da. Klar, den testen wir nachher auch noch mal. Nee, ich muss erfahren. Alkoholfrei. Achso, alkoholfrei, das schmeckt doch gar nicht. Wir gucken. Wir machen mal einen Test. Hast du Lust, uns mal den Laden zu zeigen? Können wir gerne machen. Super. Klar, starten wir einfach. Starten wir. Aber hier sind wir hinten bei dir in der Halle. Genau, hier wir sind hier eigentlich im Herzstück, in der Aufbereitungshalle bei uns. Und wie gesagt, unsere Aufbereitungshalle gibt es schon 2,5 Jahre jetzt. Mhm. Und der eigentliche Shop ist noch dazugekommen, den zeige ich dir auch gleich nochmal. Und ja, was machen wir hier? Eine komplette Fahrzeugaufbereitung von der Schnellpflege bis hin zur Keramikbeschichtung, Hybridbeschichtung. Zudem sind wir auch noch Sonax Authorized Detailer. Du bist Sonax Master. Genau, Mastertrainer. Mastertrainer. Genau, richtig. Sehr schön. Das heißt auch, dass die Kunden wirklich auch ihr Auto abgeben können und wissen, dass es in guten Händen ist. Und Grüße gehen raus an unsere Freunde von Sonax. Genau, herzliche Grüße. Und wie gesagt, die Kunden sollen eigentlich möglichst zufrieden sein. Ja, und das ist eigentlich unser Ziel. Kein Auto geht raus, was uns selber nicht gefällt. Und dafür stehen wir. Wir sind mit Herz dabei, was auch wichtig ist. Das habe ich gesehen, ja. Ihr seid nicht mit Herzblut dabei. Genau, richtig. Also wer aus der Gegend hier kommt, ihr seid da richtig aufgehoben. Gucken wir uns vorne den Laden an? Sehr gerne. Lass okay. uns weitergehen. Zack, zack, sind wir nach vorne gegangen. Ja, genau. Ladenlokal. Ja, der neue Shop. Richtig schön. Sehr, sehr nice, ja. Guck mal, das Video kenne ich. Ich kenne das Auto. Ich weiß, wer das gemacht hat. Du weißt, wer das Video gemacht hat, ne? Ja, perfekt. Das war uns halt auch wichtig, ne? Dass wir so ein bisschen multimedial und sowas auch unterwegs sind. Voll schön. Dass wir vernünftige Videos drehen können hier. Und ja, eine kleine Erfrischung gibt es natürlich auch immer. Haben wir immer mit am Start. Guck mal da hinten. Was denn? Ja, Monster ist halt one and only, ne? Also die Kunden lieben es auch wirklich. Und wir geben auch gerne mal eins dazu. Gabriel, ich brauche neues grünes Monster. Das mit der Wassermelone ist total cool. Ja, ja, sehr schön. Wie gesagt, unser Shop, den gibt es jetzt seit dem 1.7. letzten Jahres. Okay. Und wir haben jetzt auch das System vom Multibrand Store, dass wir auch mehrere Marken auch hier reinnehmen. Vollkommen richtig. Und die Kunden lieben es wirklich. Und Haupttage wirklich Freitag, Samstag, volle Kapelle hier. Ja, schön. Hof ist voll. Und zudem haben wir jetzt auch demnächst des Öfteren einen Burger Truck hier vor Ort stehen. Sagt er Bescheid, kommen wir hoch. Auf jeden Fall. Wie heute. Klar, Burger gibt's. Und ja, wir gucken, was alles noch so passiert. Ich sehe da was. Absolute Highlight eigentlich. Ja, das macht uns natürlich richtig stolz, richtig und, schön. Da haben wir auch richtig Bock drauf. Und wir haben es wirklich probiert, das vernünftig auch in Szene zu setzen. Sieht toll aus. Und ich glaube auch mit Erfolg, dass wir jetzt auch geschafft haben. Und wir wollen natürlich auch mit euch vielleicht zusammen ein bisschen wachsen. Ja, und gerne. Da schauen wir, was passiert, auch in Zukunft. Wir sind ja auch noch relativ neu im Markt mit Fox richtig, Care. Genau. Und haben da richtig Bock drauf. Ja, was die Kunden natürlich richtig, richtig geil finden. Das ist das absolute Highlight.
Stillgelegt-Serie. Stillgelegt. Mega geil. Du stehst in der Waschbox, du hast den Stillgelegt einmal daneben, das Ding ist auf Luft. Mega geil. Passt halt, ne? Wenn du dann noch die Polizei dazu holst, das wird ein Foto schlechthin. Also wirklich mega geil. Ja. Nee, richtig schön. Ich finde, danke schön, dass ihr uns so toll präsentiert habt. Ihr habt echt einen schönen Laden, habt das richtig toll gemacht. Ich glaube, das wird richtig was werden. Doch, ich denke, Alex zeigt noch ein paar Impressionen von hier insgesamt. Wir zeigen euch nachher noch ein bisschen was von draußen. Draußen wird gerade voll, Autos kommen, Menschen kommen. Richtig. Wir nehmen euch ein bisschen mit. Alex macht Eindrücke davon und ich zeige euch nachher nochmal bei einem kleinen Rundgang, was wir draußen so stehen haben. Perfekt. Bis gleich draußen. Bis gleich. Nein, du musst aus dem Keller hochkommen. Aus dem Keller? Ja. Achso, den 10-Keller-Move. Ja. Ich muss halt noch so lachen, Alex. Da kann ich doch nicht reden. So, aus dem Keller. Das machen wir nochmal. Ich muss gerade lachen. Wir hatten einen schönen Tag. Wetter war gut. Wir haben lecker Burger gegessen. Wir haben hier viele nette Leute kennengelernt. Wir sind ja zum ersten Mal in der Gegend gewesen. Also hier Fürstenau, wo wir gerade sind, war ich selber echt noch nie. Aber echt schön. Ganz schöner Tag. Hat allen gefallen. Wir werden uns jetzt langsam auf den Rückweg machen. Wir haben ja noch so 1,45 Rückfahrtzeit. Alex bereitet Montag das Video für euch vor, das wir dann am Dienstag online haben. Also was ihr jetzt seht, seht ihr Dienstag. Wir verlinken euch die Partner, bei denen wir waren. BW Detailing verlinken wir euch unten. Was steht die nächste Woche bei uns an? Planung, schlag mich tot, keine Ahnung, weiß kein Mensch. Neue Sets bauen, alles neue gut. Sets bauen, genau. Ach, wir haben drei neue Produkte. Achso, wenn ihr das Video am Dienstag seht. Am Donnerstag kommen drei neue Produkte für euch in den Care-Shop. Drei Produkte speziell für folierte Autos. Haben wir selber ja eine ganze Menge. War uns auch so ein bisschen eine Herzensgeschichte, dass wir endlich was im Programm haben für folierte Wagen. Details gibt es auf Insta bei Care, bei Mareike, bei Steffi, ich denke mal ab Mittwoch wahrscheinlich die Details und ab Donnerstag die neuen Produkte für euch im Shop. Wir fahren jetzt nach Hause, machen noch einen entspannten, ruhigen Sonntagabend und sehen uns nächste Woche wieder. Schöne Woche euch.